Hamburg. Hafen und Mediengroßstadt, in der nicht nur die meisten Konsulate aller Herren Länder vertreten sind, sondern auch die Queen Mary manchmal zu Besuch kommt. Für einen Hamburger ist es die schönste Stadt Deutschlands. Und hier ist eine Kultmarke geboren. Mich hat dazu bewogen, diese Linie zu kreieren, die Faszination an Materialien, deren Kombinationen zueinander und letztendlich Sachen zu machen, die es so eigentlich noch nicht gibt. Die Zielsetzung, die wir mit unseren Sachen verfolgen, ist, dass es das Lieblingsstück wird. Das ist ein hoher Anspruch, aber das versuchen wir mit unseren Kleidungsstücken, dass sie lange halten, dass sie lange leben und dich also auch wirklich lange begleiten können. Kevlar-Hose, die da heißt Unbelievable, weil sie eben auch echt unglaublich ist, als das Produkt, wo wir mit unserem Durchbruch geschafft haben. Das ist eine sehr, sehr schwere Baumwollhose mit Kevlar besetzt. Also Kevlar ist eine Aramidfaser und ich verwende sehr, sehr schwere Stoffe. Zum anderen in Kombination benutze ich funktionale, technische Stoffe, die aus Motorradsport oder aus dem Snowboardsport kommen und die halt hohe Abriebwerte haben, um entsprechend das Produkt möglichst langlebig zu machen und möglichst rough. Meine Zielgruppe letztendlich sind Leute, die gern draußen sind, die einen gewissen eigenen Style verfolgen. Es ist ein Lifestyle, den wir versuchen auch zu verkaufen. Und es sind eher die Faszination am Sport und von dem Draußensein. Die Leute, die das in sich tragen, die sind auch von uns als Zielgruppe zu sehen. Für Surfer ist es so ein bisschen dieses Pre- und After-Surf. Natürlich, Wind ist immer ein Faktor, der beachtet werden muss. Viele Materialien von uns sind winddicht und wasserresistent. Also wir haben jetzt keine technischen Sachen wie Neoprenanzüge oder so. Wir haben eher Lifestyle-Sachen, die man also zum Aufbau, beim Kiten, beim Surfen, selbst vom Brett, Segel aufbauen. Wenn man im Sand kniet, wenn man hinsetzt, die machen halt alles mit, die Sachen. Und ganz wichtig ist es dieser Wohlfühlfaktor. Wenn du vom Wasser kommst und dir ist kalt, also möglichst schnell was Kuscheliges, Dickes, Fettes anziehen. Und das ist eigentlich so das, was wir so verkörpern wollen, also dieses Wohlfühlen auch. Wir machen noch ein paar andere Produkte neben unserem Textilbusiness. Das haben wir aus Werbegründen gemacht. Das ist einmal unser eigenes Bier, das heißt Alkohol. Unsere eigene Apfelschorle, die da heißt Sprudelk. Helpline ist ein Projekt, was wir ins Leben gerufen haben. Das ist in Zusammenarbeit mit einer Foundation aus Kanada, die heißt Ryan's Well Foundation. Dort geht es um Brunnenbauprojekte in Zentralafrika. Wir stiften einen Teil unserer kleinen Helpline-Kollektion dafür, eigene Projekte zu übernehmen. Das heißt, wir bauen ein komplettes Projekt, einen Brunnen. Und dafür sammeln wir in Form unserer kleinen Helpline-Kollektion Geld und haben jetzt auch schon zwei Brunnen gebaut. Das Logo hat Undine Dennert, Grafikdesignerin aus Hamburg, entworfen. Und der Name als solches ist daraus entstanden. Wir hatten halt das Tier, den Elch. Und wir mussten dem Tier ja auch einen Namen geben. Und wir haben halt lange überlegt, also es ging nicht von heute auf morgen. Und nach langem Hin und Her, wir hatten die verschiedensten Namen, ist irgendwann dieser Name Elklein geboren. Das Produktdesign wird gemacht von Bettina und von mir. Bettina ist Bekleidungstechnikerin bei uns, macht so die Maße und die Schnitte und die Überwachung für die Entwicklung der Produkte. Und Antje, die das Produktdesign als solches in Absprache mit uns auch entwickelt und deren Umsetzung für die Produzenten.
Wir haben den Michi, der ist Kameramann, unterstützt. Der ist in Antarktis gefahren. Und zwar haben wir ihm eine ganz dicke, kuschelige, knallorangefarbene Alarmwehrjacke mitgegeben. Das ist eine aus unseren Feuerwehrkollektionsjacken, damit er auf dem Eis gesehen wird. Wir haben ihm einen sehr, sehr dicken Kapuzensweater mitgegeben, der gefüttert ist. Und eine schwere Hose mit Kevlar-verstärkten Knien, dass er auch seinem Job nachgehen kann. Und ja, das sind die drei Hauptbestandteile. Ich glaube, damit ist er auch gut aufgehoben. Wir bekommen sehr, sehr schöne Feedbacks teilweise von unseren Kunden. Zum Beispiel, wie sie ihre Sachen tragen in Skandinavien, machen die Fotos von, in Südafrika, in den Alpen, wie sie am Berg klettern. Und ja, die schicken sie uns zu, die stellen wir auch auf unsere Homepage drauf. Und sie natürlich und wie sie in ihrem Urlaub sind und einfach schöne Sachen erleben. Und das ist schön zu sehen und es tut halt auch gut. Ganz wichtig ist für uns zum Beispiel auch, dass wir von unseren Kunden auch eine gewisse Kritik, wenn was an den Produkten eben nicht okay ist, dass wir das bekommen. Und wir wachsen mit unseren Kunden und unsere Kunden sollen mit uns wachsen. Und es soll einfach eine gute Symbiose sein. Und es ist uns halt ganz wichtig, konstruktive Kritik auch anzunehmen und die Produkte zu verbessern einfach. Unsere Produkte findest du in erster Linie in unseren drei Läden. Da sind zwei in Hamburg, einer in Kiel. Dann sind wir auf verschiedenen Messen vertreten, so wie Kieler Woche, Hanseboot, die Düsseldorf Bootmesse und die Interboot. Und auch einige Händler, die unsere Waren führen. Der größte wäre zum Beispiel der Globetrotter. Dann gibt es noch einen Windsport auf Fehmarn und ein Paradise auf Sylt. Das sind so die bekanntesten. Und du kannst auch online bei uns einkaufen. Dort findest du uns unter www.lklein.de und da ist unsere ganze Produktpalette auch vertreten. Kundenbindung fängt bei uns ganz früh an, und zwar so früh. Also reinhauen, Jungs und Mädels.